Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Versuch zu unternehmen, Glücksspiel, sei es in Spielhallen oder sei es online, zu reglementieren, zu begrenzen und Menschen, insbesondere Jugendliche, vor Spielsucht zu schützen, ist ein wichtiges und meines Erachtens notwendiges Anliegen. Die ersten Beschlüsse zu sagen, wir brauchen Mindestabstände zwischen den Spielhallen, ist ein guter Beschluss. Er schützt nicht nur Spielerinnen und Spieler vor Spielsucht ein Stück weit oder Jugendliche vor Spielsucht, sondern er schützt auch vor einer Entwicklung in Straßenzügen, dass dort eine Spielhalle neben der anderen ist. Das sind alles Entwicklungen, die wir nicht wollen. Wir diskutieren jetzt die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der zunehmenden Online-Spielerinnen und Spieleraktivitäten um. Ich gestehe, ich habe meine Zweifel, ob die Vergabe von Konzessionen an mittlerweile 35 Anbieterinnen und Anbieter, ob das ein Beitrag ist, um Spielsucht einzudämmen. Jetzt kann man sagen, ja, die können wir wenigstens ein Stück weit kontrollieren, da haben wir Zugriff drauf. Möglicherweise ist diese Form von Konzessionserteilung bewirkt das Gegenteil. Es wird möglicherweise Spielsucht verstärken und noch mehr Leute in den Bann dieser Form von Spielsucht ziehen. Insbesondere Fußballwetten, habe ich gelernt, üben einen eigenen Reiz aus, weil da die subjektive Empfindung, dass man durch Fachkenntnis oder durch Bescheidwissenschaft das Ergebnis vorhersagen kann und damit seine eigenen Chancen steigern kann, zu gewinnen und Spiele richtig vorherzusagen, anders als beispielsweise bei von Zufall geprägten Automaten. Ich weiß, auch da glauben manche, sie können es vorhersagen, aber bei Leuten, die Fußballwetten machen, lebe ich das in meinem ganz persönlichen Umfeld. Wenn ich irgendwo sitze, sehe ich, dass Menschen sich darüber unterhalten, ihr Handy vor der Nase haben und sozusagen diese Wetten bewerten. Und da ist, glaube ich, die Schwelle, sich diesen Dingen zu widmen, ziemlich niedrig. Und unabhängig von der Frage, ob es ein genehmigter, ein konzessionierter Anbieter ist oder ein illegaler, meine ich, dass der Zugang, der Reiz, das wird ja auch betont in Studien, insbesondere für junge Männer, sehr, sehr groß ist. Und wir schaffen jetzt ein legales Angebot für diese Form von Online-Spielen. Jetzt ist es eine Experimentierphase. Ich habe auch gelernt, dass es sozusagen nicht geht, es oben zu deckeln, weil wir ja einen staatlichen Anbieter haben. Ich finde, man kann auch ruhig darüber nachdenken, ob man sagt, brauchen wir eigentlich diese legalen Online-Spieleanbieter und müssen wir vielleicht den staatlichen Anbieter auch zumachen, weil wir damit die Voraussetzungen schaffen, dass dass legale Online-Anbieter auch nicht dürfen. Darüber muss man nachdenken. Worüber ich aber am meisten nachdenke, ist, wie es sein kann, oder andersrum, wir haben ganz gute Maßnahmen getroffen, Tabakwerbung, Alkoholwerbung aus dem öffentlichen Straßenbild ein Stück weit zu bannen, aus dem Fernsehen zu verbannen und so weiter. Ja, es wird aber zumindest ein Stück weit reduziert und ich weiß, im Fernsehen habe ich jetzt lange keine Tabakwerbung mehr gesehen. Das sind, finde ich, Maßnahmen, da müssen wir auch drüber nachdenken. Da müssen wir drüber nachdenken, wenn es darum geht, für Online-Wetten zu werben. Mir stellen sich die Nackenhaare hoch, wenn Fußballerinnen und Fußballer früher mit T-Shirts rumgelaufen sind, keine Macht den Drogen. Und dann kommt ein ehemaliger Nationaltorwart und wirbt sozusagen permanent im Bezahlfernsehen für diese Form von Wetten. Das passt nicht zusammen. Das darf nicht sein. Und ich finde es völlig richtig, wir müssen darüber nachdenken, wie wir illegalen Anbietern das Handwerk legen. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, dass dafür die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Wir müssen möglicherweise formale Voraussetzungen schaffen, rechtliche Voraussetzungen schaffen. Aber ich glaube auch, dass wir
darüber nachdenken müssen, dass diese Form von aggressiver Werbung für Online-Spiele und so zu tun, als ob diese Spiele sicher sind, als ob so diese Spiele erfolgversprechend sind, als ob man davon nicht süchtig werden kann und dann noch von Personen des öffentlichen Lebens, das sozusagen zu unterbinden, ich finde, darüber lohnt es sich zusätzlich nachzudenken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.